Hier kann ich nichts mitnehmen. Aber hier kann ich nichts greifen. Hier komme ich nirgendwo hin. Hier ist auch nichts mehr, außer ein fliegender Topf. Eieiei, sind das Rätsel. Da muss man aber auch einen ganz komischen Verstand für haben, oder? Geht's hier nicht weiter? Ein Springbrunnen? Geht auch nicht. Fee, was hast du rausgefunden? Lass dir was einfallen, wie du mich darauf bringst, sonst kann ich dir nicht helfen. Ja, du, ich hab keine Ahnung. Ich nehme mal die Flöte. Ich hoffe, du kannst. Wie hilfreich. Ja, ich weiß. Verwinkeltes Metallstück. Hier haben wir auch nochmal ein Metallstück. Eines der Metallstücke. Gute Arbeit. Na gut, Vieh. Genau. Ja, das hast du jetzt sehr plastisch dargestellt. Du hast auch Angst vor magischen Farben, ja? Was bist du denn für ein Ding? Entzückend. Ein sprechender Fellhaufen. Ja. Das ist doch eine Sprache. Oder gibst du nur irgendwelche Laute von dir? Ja, Frambert ist ein bisschen blöd. Das, da muss man, da muss man durch. So. Komm mal nach vorne. Wenn wir schon mal ein Metallstück haben, das dürfte ja hier hingehören. Ein Tisch mit einem seltsam verwinkelten Metallstück darauf. Der Tisch lässt sich drehen. Hier oben in der Tischplatte sind zwei Vertiefungen. Sieht aus, als fehlt hier etwas. Ja, aber... Ich hoffe, du hast es in ein richtiges Loch gesetzt. Ich kann da nichts erkennen. Also, irgendwie sind wir hier noch nicht so richtig weiter, ne? Was müsste man denn mit dem Vieh nochmal machen? Ich habe keine Idee, was man mit diesem Tier alles machen könnte. Was ist denn, wenn wir... Na, das kann ich. Ich war in Huffenhausen im Spielmannszug. Schön.
um Mädchen in kurzen Röcken zu sehen. Ich bin ein harter Kerl. Ich habe eine Idee. Das Viech geht zurück in den Raum. Und nochmal. Komm. Wie der am Ende furzen muss, ne? Bei so viel Luft im Bauch. Der kommt ja hier raus, ne? Selber spielen kann er das Instrument nicht. Einmal durch das Loch, bitte. Wir wechseln einmal zu Nate. Du spielst bitte mal den Flöte. Und das hat uns jetzt weitergeholfen, oder was? Na gut, ich hätte das Loch mitnehmen können, ne? Stimmt. Geh nochmal da durch. Ist ja ein tragbares Loch. Sir Nate kann ja schon mal die Flöte blasen. Juhu! Und wir haben doch hier unten eine Wand, wo wir geklopft haben. Was ist denn, wenn wir das Loch einfach mal da dran machen? Weil wir kommen ja immer wieder zurück. Das ist ja nicht das Problem. Er kann wieder rutschen. So machen wir für den grenzdebilen Frambert hier auch noch was. Hui, juhu. Und dann mal dadurch. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ja, logischerweise. Natürlich kommen wir hier raus. Ja. Hilft uns das denn weiter? Magie war mir nie geheuer, aber immerhin geht es darum, ein paar Fellknollen, die ich kaum kenne, das Leben zu retten. Was tue ich hier eigentlich? Geh durch das Loch und diskutier nicht. Wow. Toll, ne? Das Gemälde zeigt einen Kuchen. Auf dem Zuckerguss steht ein Wort. Lüge könnte das heißen. Okay, die musste ich also mit Nate, muss ich die angucken? Wow, das ist echte Kunst. Das Gemälde zeigt einen Clown. Doch, er ist traurig. Wow, das ist echte Kunst. Aber was kann man da noch machen? Das Bild zeigt einen Harfe spielenden Engel vor einigen Wolken. Hey du, was ist? Kannst du nicht sprechen? Ein Gemälde, das nicht sprechen kann. Ja. Hey du, was ist? Kannst du nicht sprechen? Das Bild zeigt etwas Unmögliches. Der Rahmen des Bildes ist ziemlich tief. Da könnte man etwas reinstellen. Ja, das Bild zeigt etwas Unmögliches. Der Rahmen des Bildes ist ziemlich tief. Hier können wir nichts mehr machen, ne? Hm.
Aber wir können ja jetzt erstmal hier zurück. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Vielleicht finden wir ja in den Räumlichkeiten hier mit Nate was, was das Viech noch nicht hatte. In dem Becken schwimmen mindestens ein Dutzend Leuchtquallen. Wirklich praktische Tierchen. Man sollte nur kein Backpulver zu ihnen ins Wasser streuen. Nicht, dass ich das schon mal getan hätte. Ich glaube nicht, dass uns die Quallen weiterhelfen. Wenn es in diesem Turm etwas genug gibt, dann Licht. Und Wahnsinn. Was sag ich dir, du? Hier ist ein Pentagramm. Normalerweise kann man an der Ausrichtung eines Pentagramms erkennen, ob es weiß oder schwarzmagisch verwendet wird. In diesem Turm wage ich aber keine Prognose. Besser ist das. Was zum... Hä? Irgendwas mache ich falsch. Blumen in einem fliegenden Blumentopf. Ich behaupte, da ist Magie im Spiel. Mhm. Vielleicht ist die Blütenpracht nur deswegen so üppig, weil niemand die Pflanze dort oben erreichen kann. Meinst du? Blumen in einem fliegenden... Aber verdammt, wie geht das denn hier weiter? Jetzt habe ich die paar Dinge abgegrast. Das ist ja okay. Ich habe ja nichts gefunden, wo ich sage... Der Turm hat was gegen mich. Das sage ich dir doch. Weil ich habe schon so gedacht, naja, da kommen wir gleich zurück und so, ne? Aber... können wir denn... Faden und den Blasebalg können wir nicht verbinden, ne? Können wir hier irgendwas flöten? Stimmt, wir haben uns das Ding mit dem Schwein noch gar nicht angeguckt. Das ist ein Schwein, ne? Das frisst auch Stroh. Kommt man da mal näher dran? Wo ist es hin? Faszinierend. Ja, allerdings. Das Bild zeigt ein Schwein, wie es ein Schweineleben führt. Hey! Hallo Schwein! Nichts. Es lässt sich nicht stören und mampft gemütlich weiter aus seinem Trog. Das Bild zeigt etwas Unmögliches. Der Rahmen des Bildes ist... Hey du! Was ist? Kannst du nicht sprechen? Ein Gemälde, das nicht sprechen kann. Ich weiß nicht weiter. So richtig erfolgreich waren wir hier an der Stelle ja noch nicht. Wir sind hier im Turm schon ein gut... Vielleicht ist es an der Zeit, draußen einmal nach dem Rechten zu sehen. Ja, dann machen wir das doch. Vieh. Wenn du mir das so deutlich sagst, dann gehen wir wohl mal nach draußen und suchen nach dem... Ja, dann wundert es mich ja auch nicht, dass ich hier nichts finde. Ich suche mir einen ab. Dieses Weibsbild ist verdammt anhänglich. Warum muss ich nur so unwiderstehlich sein? Geh nochmal die Treppe hoch, du. Wenn wir da einfach rausspazieren, entdeckt sie uns. Okay, Fee, hier ist der Plan. Ich lenke mal Sass ab. Du läufst hinter ihr vorbei zum Schiff und dann sehen wir weiter. Toller Plan. Voller Lupe. Das ist ein Plan. Der beste, den wir haben. Und los geht's! Na, viel Spaß dabei. Hey, Sasi! Schrei doch nicht so laut. Hast du jetzt Hugo gesagt? Thank you.
Gut, das kann wohl länger dauern.